Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir hier begonnen, in den Schwarzbergminen rumzurennen. Also die letzten zwei Male sogar schon. Einmal bin ich grandios auch gestorben. Ich bin draufgekommen, ich habe möglicherweise zu viel in diese sozialen Fähigkeiten investiert und zu wenig in die... in so Dinge wie... Huch, wir werden angegriffen. In so Dinge wie... Kampffähigkeiten. Apropos Kampffähigkeiten. Bin außerdem drauf gekommen, dass Nitroglycerin nicht explodiert, wenn man es irgendwo hinwirft. Sehr gut. Wir sind nämlich immer an unserem Limit. Jeder Kampf, den wir gegen solche Steinwesen kämpfen, da ist ein bisschen, könnte der letzte sein. es gibt ein paar Möglichkeiten. Man kann vorlaufen und ihn nachlaufen lassen. Komm schon. Siehst du mich? Ah, er kommt, er kommt. Und greift mich an. Sehr gut. Wenn er mich weiter sieht, erinnere mich weiter nach. Und meine Leute rennen ihm hinten nach und hauen ihm eine drauf nach der anderen. Gott sei Dank ist der relativ langsam. Nur wenn der Weapon Damage steht, haben sie ihm eine draufgehaut. Wenn er nicht zu weit wegrennt, wird er langsam aber sicher abgetragen. Ah! Das haben wir fast erwischt. Könnten wir ihn endlich erledigen? Bitte? Ich glaube, der Gang ist bald zu Ende. Ach, der hält viel aus. Ah, geschafft! Ihr seid so super. Virgil, Gar, ihr seid spitze. Ich glaube, so machen wir das jetzt immer. Habe ich, hab ich Erfahrungspunkte dafür gekriegt? Ich weiß gar nicht. Irre. So, zurück, wo wir waren. Ich bin froh, dass ich in keine Sackgasse reingelaufen bin in meiner Verzweiflung. Noch so eine Ratte. So ein Viech. Da waren wir. So, warte mal, sind wir. Was? Das war's? Das war eine Sackgasse? Ach Gott. Für Blech? Ach Gott.
gucken uns das alles an. Dann. Wo geht's denn dann weiter, wenn das die Sackgasse war? Okay. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Na immerhin. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte gekriegt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut auf meine Erfahrungspunkte, ob die auch gestiegen sind, während wir den angegriffen haben. Was muss denn da sein? Ah, verstehe. Ich war zwar da noch hinten, aber ich bin dann wieder zurück. Eben wegen diesem Viech. Da bin ich offensichtlich noch nicht ganz nach rückwärts. Na gut, soll sein. Wie schon gesagt, auf diese Art und Weise können wir einiges tot machen. Ah, da sind wieder welche. Ja, diese... Okay. Dann machen wir mal das. Na super. Ja, chill. Nicht in eine Feuerfalle rennen. So. So. Das war ja wohl einfach. Da. Wo sind die anderen hin? Könnten die bitte auch zurückkommen? Ah. So, hier muss irgendwo noch meine Waffe rumliegen. Hallo? Sieht die jemand? Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Verdammt. Vielleicht hat sich irgendjemand von den beiden aufgegriffen. So, warte mal. Nein. Zeig mal dein Inventory her. Sword of Air. Oh, dein gutes Schwert ist schon hin. Das ist ärgerlich. Deine Axt hält das noch aus, ja? Gut. Aber du hast das auch nicht. Gut, irgendwo da vorne muss noch ein Schwert von mir sein. Allerdings wo? Hm. Wo ist mein Schwert nur hin? Wo ist es geblieben? Ach, geh bitte, das ist ein Mist. Ohne Schwert kann ich jetzt nicht weiter rennen. What is it that you want of me? Nee, geh da mal weg. Ja, das ist aber nicht lustig. Mein Schwert kann ja nicht einfach verschwunden sein. Oder war mein Schwert das Ding? Dieses Sword of Air. Das weiß ich gar nicht mehr. Hm. Ich könnte abspeichern, neu laden, nachschauen, ob es das war.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich dem gar gegeben, das Sword of Air. Es gibt ja nicht, dass mein Schwert einfach weg ist. Du hast es nicht. Du hast es offensichtlich auch nicht. Nein, du hast nur sowas. Und es dürfte hier auch nicht liegen, weil sonst. Hey, wahrscheinlich habe ich es wirklich. War es wirklich das Sword of Air? Ach, geh bitte. Jetzt brauche ich ein Schwert auch. Grrr. In der Zwischenzeit den Dagger nehmen. Hoch. Eine wirklich große Ratte erneut. Nun, mit der treffe ich wenigstens oft. Ich mache zwar urwenig Schaden, aber ich treffe ihre häufig. So, wir sind gestiegen, das ist gut. Ah. Na, warte mal. Jetzt holen wir uns da mal das Geld. Gut, kein Geld. So, und dann steigen wir mal. Wo steigen wir? Ach Gott. Wir könnten Melee steigen. Wir könnten Willpower noch eins steigen, damit wir einen besseren Zauberspruch können. Weil das da braucht Willpower 12 und das ist ein Kampfspruch. Wir werden Willpower noch einmal steigen und das nächste Mal haben wir dann einen gescheiten Feuerball. Ab dem Zeitpunkt ist es dann nicht mehr ganz so dramatisch. So, ich glaube, so ist der Kampf nicht blöd. Geht's da in eine Sackgasse und dort vorne weiter? Schauen wir mal, da ist eine Kiste auf jeden Fall. Vielleicht finden wir ja ein Schwert oder so irgendwas. Nö, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Irgendwelche seltsamen Teile, die kein Mensch braucht. Gut, Sackgasse. Nicht gut, nicht gut. Au. So, wir lassen das auf und wir zaubern eine Feuerwand. Nein! Ach Gott. Das ist blöd. Virgil, geh da weg. Ich hoffe, das macht ihm irgendeinen Schaden. Und ein Puma. Na, sehr was. Und noch einer. Das überleben wir nicht, diesen Kampf. Das sehe ich jetzt schon. Vielleicht sollten wir das anders machen. I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option at this juncture. Ja, das glaube ich auch fast. Aber das Problem ist, du kommst dann nicht mehr raus. Wir machen das ein bisschen anders.
Wir machen das folgendermaßen. Und kann ich dich so heilen? Yep, kann ich. So, wir haben ein bisschen was von diesen Dingen. Au. Tja, das dazu. Ich glaube, wir müssen neu laden. Nein, da muss ich noch einmal diesen einen Kampf machen. Ohne Gas sind wir auf jeden Fall tot. Oh. Dafür, dass wir da im Nichts sind. Diese Kiste da hinten muss extrem viel Zeug enthalten. Na gut, Quit Game. Yo. Wir laden neu. So, das hat vorhin so gut funktioniert. Wir werden das nochmal machen. Zunächst einmal machen wir da die Ratte, die da ist. Komm schon, Ratti. Ah, Mist, nicht wegrennen. So, und dann. Achso, warte mal. Ganz vergessen, das da. Kann man da unten reintun? Was ist das da? Das ist irgendwie auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ein Superheilmittel. Ein Wiederbeleber oder so irgendwas. Ah, mich ein. Au. Echt jetzt? Mist. Ah ja, warte mal, ich wollte schauen, was für ein Schwert ich in der Hand habe. Ich habe das Sword of Defense in der Hand. Schau an. Uff. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen das nicht mehr. Ah, Mist, zu spät. Ach Gott. Und nochmal. Wir müssen das natürlich nicht machen, aber. Ja, jetzt geht's um meine Ehre. Na gut, wo sind wir das? Da wollten wir auch noch runterlegen. Und das, da gehen wir wieder rein. So, das erste Mal machen wir das Ratzenviech. Dann speichern wir. Ach Gott, das ist fürchterlich. Das Spiel hasst mich, ich komme überhaupt nicht weiter. Sehr gut. Besser. We've done it. Nachdem wir ihn besiegt haben.
Ich meine, da hinten gab es eh nichts. Naja, jetzt muss man mal schauen, ob wir Erfahrungspunkte kriegen dafür. Schaut nicht so aus, oder? Nö. Keine Erfahrungspunkte. Verdammt. Jetzt bringen wir ihn schon um und dann kriege ich nicht einmal Erfahrungspunkte. Ärgerlich. Na, okay. Er hat sich jetzt gerade selbst umgebracht. Echt jetzt? Cure All funktioniert nicht. Da gibt es nur. Es gibt zwar etwas, was Tote wieder beleben kann, aber offensichtlich habe ich das nicht. Oh, Scheiße. Und nochmal von vorne. Nicht safe game. Bist du irre? Also wir kriegen keine Erfahrungspunkte, wenn wir das so machen. Was ich zwar nicht richtig finde, aber gut soll es sein. Tod ist Tod. Gesturm ist Gesturm. Sagt der Wurm. Welche Lebenspunkte hat er noch? Einmal runter auf ein Drittel oder ein Viertel ist circa, bleiben wir stehen und kämpfen wir, dann kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Ich meine, so viel Pech wie vorhin muss er mal haben. Schon wieder ein Critical Miss? Spinnst du? Na, immerhin. Ein paar Erfahrungspunkte haben wir noch gekriegt. So, passt. Und wir sind jetzt nicht ganz so weit weggelaufen wie beim ersten Mal. Wir holen uns die Kiste, speichern ab und dann gehen wir weiter. Und bezüglich dieses Lava-Golems weiß ich nicht genau. Eine Geode. Hm. Na, immerhin, diese Diamanten sind einiges wert. Und es ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil jetzt habe ich wenigstens noch mein Schwert. Ich weiß nicht genau, wohin ich es verloren habe, aber ich habe es vorhin verloren, also so gesehen. Ich habe leider keine Repair-Skill, sonst könnte ich das Ding von dem reparieren. Das würde ich schon ganz gern reparieren, aber das geht glaube ich nicht mehr, wenn es einmal rot ist. Und wenn man keinen Repair-Skill hat, so wie ich. Wo müssen wir überhaupt hin? Darunter müssen wir. Ja, wir haben gesagt, wir speichern ab, oder? Haben wir das jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Ich mach's gleich nochmal. Sicherheitshalber. Das ist so mühsam. Bis daher, weil dann kämpfen wir wieder ab diesem Zeitpunkt. Stimmt aber noch nicht drin. Ein paar Ringe. Machen wir uns etwas geschickter. Jetzt sollten wir etwas früher schon aufsteigen, weil dieses Mal haben wir ja gegen das komische Steinmonster gescheit gekämpft.
Wait, in God's eye, I mean, better luck next time. Okay, diese Koboldviecher sind jetzt nicht so schwer zu besiegen. Zumindest irgendwas, das geht schon mal. Okay, da ist nichts. Und diesmal habe ich mein Schwert behalten nach diesem Kampf. Wir nehmen das Geld und wir gehen weiter. So, da nach links ist das komische Monster. Das heißt, better luck next time. Los! Auf ihn! Meine Güte, Virgil, du bist so unfähig. Jetzt muss ich dich heilen. So, jetzt müssen wir wieder warten. Wir speichern mal ab. Während wir warten. Ah, wir gehen nochmal zu dieser Kiste da. Und nehmen nichts mit. Wir nehmen nichts von diesem technologischen Zeug mit. Das meiste können wir zwar verkaufen, aber um ehrlich zu sein, das bringt alles so wenig Geld. Naja, stimmt eigentlich gar nicht. Das würde ja relativ viel bringen. So, wir müssen irgendwie diese Typen da rauslocken, damit wir sie besiegen können, bevor dieses Lava-Viech auf uns zukommt. Vielleicht kann ich den zwei sagen, sie sollen hier warten. Of course, sir. It is done. Dann kann ich nämlich vorgehen. Kleinen Viecher rauslocken. Die kleinen Viecher rauslocken. Ah, jetzt bin ich gestiegen. Ah, okay. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Yes, sir. I'm ready to follow you, sir. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Ich hoffe, Sie sind jetzt auch gestiegen mit mir. Das wäre ziemlich dämlich, wenn nicht. Okay, wir haben Willpower genommen letztens. Das machen wir dieses Mal auch. So, die ersten zwei haben wir schon rausgelockt. Aber da sind, glaube ich, mehr noch. Aha. So, kommt mal her, wartet trotzdem hier. Ich locke die raus.
Porsche. It is done. So, und ich renne da jetzt rein. Vielleicht sollte ich noch vorher speichern. Ich speichere noch. Da ist der Stein. Ah, die sind so nah beim Stein. Ausgezeichnet. Und mal das erste Viech. Okay. Mal schauen, ob so eine Wall of Fire irgendwas. Nein, natürlich nicht, wenn es nicht. Okay. Okay, das gibt's ja wohl nicht. Das werden wir ja wohl irgendwie schaffen, dieses Feuerviech, dieses Blöde. Wieso kommt da nur einer raus? Okay. Und wieder nichts. Au, tot. Oh, er ist geköpft worden. Ist das arg? Ah, okay. Okay, oh Gott. Ich bin. Der arme Gar ist geköpft worden. Habt ihr das gesehen? Einmal versuche ich es noch. Es gibt's ja wohl nichts. Müssen wir anders machen. Wir könnten die natürlich hinten auch in Frieden lassen. Machen wir das beim Rausgehen. Wir müssen eh raus. Dürfen nur nicht vergessen, dass wir da vorbei müssen. Ah. So, Gar, komm mit. Soll ich mir das auch mal sagen? Okay, gut. Okay, gut, das dürfen wir ihm nicht sagen. Dann kommt er nie wieder mit. Gut, dass ich das jetzt weiß. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Wir hätten natürlich den Zwerg in die Schwarzbergminen auch mitnehmen können. Ich glaube, der ist kein besserer Kämpfer als der Gar. So, gehen wir in die Richtung weiter. Töten wir ein paar von diesen Dingern. Vielleicht steigen wir noch einmal und dann.
So. Wir holen uns wieder Geld. Oh, da gab es einen Kampf. Vielleicht gibt es dort ein Schwert, ein Ersatzschwert noch. Bevor wir zu dem Kampf gehen, da scheint es weiter zu gehen. Machen wir da mal alles auf. Hey, ein Fieberthermometer ist ja toll. Und brauchen wir das? Ah, da ist noch so einer. Na super. Ich glaube, da gehen wir einmal rund um dumm hier. Na super. Vielleicht sollten wir wieder abspeichern. Sicherheitshalber. Wo wir gegen diesen einen Roten genauso vorgehen können. Das ist nur ein Roter. Genauso wie vorher gegen den anderen. Riesenmonster Viech Golem. Mit einem Techniker könnte man hier vielleicht sogar irgendwas machen. Oh. Schaut da was an. Da ist jetzt gar nichts mehr. Da ist jetzt nur noch die Tür zu diesem Monster-Golem. Okay, da speichern wir. Und dann versuchen wir diesen Golem noch. Weil der ist alleine. Vielleicht ist das etwas besser oder eher machbar. Nein! Scheint besser zu funktionieren als letztens. Damaged. Na super. Warum müssen wir auch auf den Stein einhauen? Komm, komm, glühendes Steini. Seething Mass nennt sich das. Na servus. Treffen wir den noch ab und zu? Ach, na gut. Das dazu. Mist. Na gut. Wieso treffe ich den? Okay. Ah, die Steuerung ist ein Schatz. So, jetzt habe ich ihn aber drinnen. Sir, I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option at this juncture. So, na gut, all heal. Das war mal jetzt die richtige Zeit, um das einzusetzen. Das hat nichts gebraucht. Bist du deppert? Der haut so fest drauf. Ah, scheiße. Okay, Herrschaften, das mache ich das nächste Mal. Oder nein, noch besser, ich mache es in der Pause. Und wenn wir ihn besiegt haben, steige ich das nächste Mal ein. Ja, das mache ich. Weil es ist eh schon urlange hin, dass ich jetzt gespielt habe. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.